Es geht bei Frontal, es geht auch bei heute und es geht auch bei der Tagesschau immer nur um eines: zur Stärkung ihrer eigenen Meinung. Und speziell bei Arndt Ginsel, bei Frontal 21 ging es und geht es ganz einfach darum, um den Marc Bartelmeyer zu diffamieren, damit Marc mit seinem neuen Film nicht mehr an die Öffentlichkeit gehen kann, ohne dass die Leute alle denken, er ist ein Agent Putins oder was immer man dort mit bezwecken will. Die Leute haben Angst. Sie haben Angst vor der Zukunft. Das heißt, sie wissen ganz genau, dieses Regime in Kiew wird nicht mehr lange halten können. Es geht nicht. Und damit wandelt sich auch die öffentliche Meinung. Und Sie, diejenigen, die welche über 2, 3 Jahre lang immer wieder denselben Mist erzählt haben über Kiew, über den Donbass, über den Krieg, Sie werden dann die Bösen auch sein. Das ist der wesentliche Punkt, warum Sie heute abweichend über irgendwelche Propagandageschichten erzählen, damit die Leute abgelenkt werden, damit die Leute eben nicht sehen, dass Poroschenko seine Hauptsache darin sieht, eben die Kinder des Donbass und die Menschen dort zu ermorden. Das ist das Wesentliche, damit das nicht mehr daran gedacht wird.